Ich kann nicht mehr heulen, dafür ist die Last zu groß. Auf einer Skala von 1 zu 10 ist meine Stimmung bei minus 5. Viel tiefer geht es ja fast nicht. Ich muss jeden Morgen weiter Mut haben und mich dem Drama stellen, was wir jetzt hier haben. Das ist mein Hof. In der Nacht zum 27. September hat es gebrannt. Ich habe den Brand festgestellt um 1.10 Uhr ungefähr. Meine Frau hat den Notruf abgesetzt und dann hatten wir 30 Stunden lang hier das Feuer wüten. Hier war das Feuer ausgebrochen, hier war die Brandintensität auch am stärksten. Meine Frau hat gleich den Notruf abgesetzt. Ich habe noch 6 Fahrzeuge rausgefahren. Den dritten Trecker, den ich weggefahren habe, der hat gebrannt. Den größten Schock habe ich eigentlich gekriegt, nachdem ich das Stalltor aufgeschoben habe, bin ich auf den Trecker gerannt, habe den gestartet und in dem Moment habe ich ja nur ganz hinten im Stall, 60 Meter weit weg von mir, die Flammen reinschlagen sehen. Aber beim Starten des Schleppers waren die Flammen neben mir und auf dem Trecker war es warm. Aber das war wie im Actionfilm. Ja, und dann ging alles ganz schnell. Das Feuer wurde immer größer, wir hatten sehr viel Wind. Das Feuer ist gegen den Wind gerannt. Und die Einsatzkräfte waren auch richtig gut. Die Feuerwehr war ganz schnell da, hat dann auch gegen angelöscht. Und dank der Feuerwehrleute haben wir noch unser Wohnhaus. Also den Hilfskräften, die hier ihr Leben riskiert haben und mir den Hof gelöscht haben, denen bin ich auf immer zu Dank verpflichtet. Unser Wohnhaus ist ja auch nur 20 Meter von dem Brandherd weg. Also es hätte noch schlimmer sein können. Denn nachdem die eine kurze Zeit gelöscht haben, war das Haus ganz heiß. Und ich hatte schon Angst, dass wir das Haus auch noch den Flammen gegenüber verlieren. Ich habe das seit 20 Jahren aufgebaut und in 30 Stunden ist alles niedergebrannt. Die ersten 10 Tage nach dem Brand haben wir das Gebäude gegen weiteres Einstürzen gesichert und alle Maschinen, die drin standen. Wir waren ja mit der Ernte gerade fertig. Die Maschinen sollten hier raus und ins Winterlager gefahren werden. Die haben wir erstmal alle dann aus der Brandruine rausgezogen und eine Schadensaufnahme gemacht. Es sind sehr viele Maschinen zu Schaden gekommen. Das Schlimmste ist, dass das Gebäude so nicht nutzbar ist. Das muss vor dem Winter noch abgebaut werden. Zum Glück waren keine Tiere drin, also hätte das Feuer ja 4 Wochen später gewütet, dann wären auch noch Tiere zu Schaden gekommen, womöglich. Das ist das Schöne an unserer Tierhaltung, dass wir die im Sommer auf der Weide haben. Somit waren keine Tiere im Gebäude. Ich möchte am liebsten gar nicht in den Stall reingehen, weil immer wieder Teile von oben runterstürzen und der auch einsturzgefährdet ist. Aber was gut ist, ist, dass unsere Stalleinrichtung noch steht. Und jetzt im Winter habe ich den Plan, man braucht ja immer einen Plan, wie es so weitergeht, dass wir die Tiere in den Stall bringen, ohne Dach. Die haben einen Cabrio-Stall. Wenn es nicht doll regnet, wird es vielleicht sogar funktionieren. Es geht vorwärts. Ich habe die Fahrzeuge, die Tiere. Ich bin dafür verantwortlich. Ich baue den Hof wieder auf und dann geht es weiter. Das, was uns jetzt richtig viel Kraft gibt, sind die Hilfsangebote von ganz vielen Freunden, von Menschen, die wir bis jetzt gar nicht groß gekannt haben. Also es ist eine riesengroße Hilfsbereitschaft da. Wir hatten einen Aufräumtag, wo die Brandreste überall zusammengesucht worden sind, mit Schubkarren weggefahren worden sind. Das gibt schon ein bisschen Mut und Kraft, und genau auf dieser Schiene will ich jetzt eigentlich auch den Aufbau weiter koordinieren und weiter aufbauen. Also die Hilfe, die tut uns richtig gut,
Ohne die Unterstützung von außen würden wir es wahrscheinlich jetzt auch nicht schaffen. Ich hoffe, dass wir dann gemeinsam das wieder aufgebaut kriegen. Denn der Biohof Düna ist, so wie er jetzt ist, kein Hof mehr, sondern Brandruine. Soll nächstes Jahr anders sein. Wir sind ja hier in meinem Stall. Am 27.09. ist er abgebrannt. Und in der letzten Woche hat er von 7 Tagen die Abrissfirma alles abgerissen. Und jetzt ist es so, jetzt haben wir ganz viel Bruchholz und Sperrmüll. Und jetzt wird das alles durchsortiert und das machen wir heute. Uns ist jetzt ganz wichtig, dass wir das, was wir haben, verwenden. Behandelte Hölzer können wir gut nehmen zum Kiste bauen, dann bleiben die länger wetterfest. Die Kisten, die wir jetzt bauen, die sind ja zum einen, um den Stall drin zu verstauen oder im Brennholz zu haben, aber zum anderen dienen die auch als Windschutz. Für mich reicht es eigentlich, wenn die Hütten fertig sind und ich die dann im Winter vor den Cabrio Stall stellen kann als provisorische Wand, dass die Tiere im Stall den Windschutz haben. Ein Dach kriegen wir nicht drauf, das wird leider nichts. Und jetzt versuchen wir mit dem Altholz Holzkisten zu bauen, zum einen um das Brennholz lagern zu können und zum anderen Windschutz für die Tiere im Stall. Ich war vom THW aus hier mit im Einsatz. Da haben wir hier die Beleuchtung gestellt und den Strom für die Feuerwehr. Und da wurden wir schon gefragt, ob vielleicht der ein oder andere Lust hat. Da haben wir natürlich sofort ja gesagt. Man hilft sich ja untereinander. Meine Kinder kriegen wahrscheinlich aus den Resten des Stalls ein Baumhaus. Und dafür wäre es eine schöne Eingangstür vielleicht. Wir wollen versuchen, dass wir alles irgendwie wieder mit der Geschichte des Stalls nutzen. Ob nun als Wetterschutzhütte oder als Baumhaus. Die Stapel, der kostet die lang hier, ne? Wir sortieren jetzt erstmal das Holz vor, um dann nachher das auf Länge zu schneiden, um dann die Hütten zu bauen. Für mich ist jetzt wichtig, dass wir das Holz wegbringen, das Beste von nutzen. Und dass ich dann auch irgendwann mit der Herbstaussaat weitermache. Wir haben jetzt 1. November und ich habe noch keinen Weizen gedreht und Roggen ist nicht fertig. Also Arbeit ist genug da. Ja, der Regen der letzten Tage hat das alles ganz schön locker gemacht, ne? Weich. Uli, halt nochmal unter. Ja, jo. Genau. Wo war der Abfall? Auf den Schutthaufen, genau. Die Bretter müssen wir mal messen, ob wir die als kurze Bretter für die Hütte nehmen können. Was brauchen die denn? Das kürzeste ist, glaube ich, 1,75. Dann müssen wir oben noch eine Zierleiste hinbauen. 2 Meter. Super. Wir sind alles Freunde und Freunde des Hofes und Helfer, die gerne uns unterstützen, weil wir mit dieser Situation, die wir jetzt erleben, total überfordert sind. Also ich habe ja immer gedacht, dass wir alles wuppen können, aber das Ding hat uns hier ganz schön umgehauen.
haben, das kommt hier rein. Ja. Und dafür bauen wir diese Hütten jetzt. Ne? Ja, ja, klar. Dieser gewaltige Brand hat uns schwer zugesetzt, ganz, ganz schwer. Wir haben vor 21 Jahren den Betrieb aufgebaut, aus dem Nichts hochgeknöchelt. Und jetzt sieht man ja, dass uns das ganz, ganz schwer getroffen hat. Also wir wollen versuchen, die Ärmel nochmal hochzukrempeln und das Ganze, den ganzen Betrieb nochmal richtig aufzubauen. Wir haben ja gar keine andere Chance. Ne? Es geht nur gemeinsam. Wir müssen das gemeinsam durchziehen. Ja. Ich hatte schon gesagt, wir ziehen einen Strich und da hören auf. Aber der Daniel hat so einen Mut, der hat gesagt, Papa, wir bauen diesen Stall wieder auf. Das war so ordentlich und akkurat. Wir kriegen das wieder hin. Moment. Ich muss jetzt mit meiner Frau Tiere umsperren. Das ist so unser Programm. Wir müssen ja weitermachen. Die Tiere, die jetzt draußen sind, wir wollen versuchen, so lange wie es geht, die Tiere draußen zu halten auf den Flächen. Weil hier kommen wir nicht rein. So viel Hilfe. Ich glaube, das allermeiste von dem, was ich als Tagesplan hatte, ist jetzt schon fast fertig. Wenn wir noch 2-3 Stunden durchziehen, dann ist das meiste Holz weg. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Brennholz sägen, dass der Stapel kleiner wird.